Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 29.10.2020. Und ja, man kann ja nicht sagen, man hat die Bananenschale nicht liegen sehen. Ja, also, der hat sich einfach auf die Planke gelegt, hier unser DAX. Also, das ist schon so. Das kann man auch nicht weggucken, ja? Das ist wie so ein Unfall irgendwie. Du kommst du nicht von weg. Bin zumindest froh, wenn Sie soweit unsere Videos, Analysen und so weiter verstanden haben, dass Sie hier nicht die ganze Zeit Long gegen gewuchtet haben. Da sind noch nicht viele grüne Kerzen mit dabei gewesen halt, ne? Unten ist deutlich Stabilisierung gesehen, also auch am Ende vom Tagestief, gerade vom Tagestief weg, das waren schon beachtliche Kerzen, die im kleinen Timeframe gekommen sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass das noch ein bisschen nach sich zieht und dass wir jetzt zum Donnerstag auch eine kriegen, eine Erholung halt, ne? Das haben wir gestern schon gesagt, das haben wir vorgestern schon gesagt, dass er aufdrehen kann, beziehungsweise ja, vorgestern eigentlich nicht. Vorgestern haben wir gesagt, von 2,70 nochmal runter auf 12,50 und dort vielleicht hoch. Da ist er auch hoch. Hat sich dann aber später nochmal durchfallen lassen. Und zum Mittwoch hat man jetzt gesagt, wahrscheinlich direkt zum Start eben runter auf 8,30 und dort sollte er sich entscheiden. Ja, und da war nicht viel mit entscheiden. Der ist eigentlich gerade durchgestiegen nach unten. Da hat er nicht viel Kompromiss gemacht, nicht lange rumgefackelt. Einfach gerade durch, unter die 800 runter und dann war das schon absehbar, dass das hier nicht mehr gut ausgehen kann halt, ne? Das waren dann alles nur noch so Zwischenstationen, die er da angeschrubbt und angelaufen hat. Und dann ging es immer weiter runter und runter und runter bis 5,70, 5,85 sollte dabei gehen. Hat sogar ein bisschen übertrieben bis auf unsere rosa Linie hier. Das ist eine Linie, fragen Sie mich nicht. Das haben wir schon in so vielen Videos damals noch, in so vielen Videos versucht zu erörtern, wo die herkam. Das ist, glaube ich, einfach nur eine zufällige Linie gewesen, die einfach mal zufällig da reingeklatscht ist und auch so gefärbt wurde. Wir haben nie den Ursprung dieser Linie rekonstruieren können, aber wir haben immer wieder mit viel Verwunderung feststellen dürfen, wie die denn den Markt halten kann. Also es ist immer wieder erstaunlich, obwohl genau diese Linie, also zu jeder anderen Linie gibt es eine Geschichte, außer zu der, wobei das wahrscheinlich die Geschichte zu der Linie ist. Ne, aber ansonsten ist ja, jede Linie hat ja eine gewisse Bedeutung, einen gewissen Ursprung, ist gereift im Markt und so weiter. Aber ja, unser DAX ist jetzt hier angeschlagen. Wenn das geschulte Auge des einen oder anderen hier auch sieht, dass wir unten auf eine Linie aufgeschlagen haben, das ist einfach nur eine verlängerte Trendlinie. Sowas mache ich ganz gerne in dem Moment, wo der DAX auf sowas nämlich keinen dritten Kontakt bringt, kommt das später irgendwann ganz in der Zukunft. Deswegen lasse ich so eine Linie gerne mal mit drinnen liegen. Hat man jetzt auch hier gesehen, tiefgenau wieder abgegrast. Wir haben dann unten auch relativ zügig auch direkt im Tief gleich noch einen Mail bei uns mit rumgeschickt, dass hier jetzt erstmal eine Stabilisierung möglich ist. Sie hat dann natürlich auch die K.O.-Scheine rausgewuchtet. Da hatten wir vorher über die Mail, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, im YouTube-Kommentar habe ich es auch nochmal ergänzt, die neuen Scheine dann, wo schon absehbar war, dass das hier unten ein bisschen eng wird mit den anderen. Sehen Sie es mir nach. Da hat auch jemand gefragt, ne, wo nimmt man jetzt neue Scheine? Wenn ich mit Ihnen jetzt in Tagesschau gucke, das ist kein Terrain, um Longscheine zu handeln. Das ist einfach, da steht drinnen in meinen Beschreibungen für Aufwärtsstrecken. Das sind keine Aufwärtsstrecken. Das heißt, die Scheine sind auch nicht da zu handeln halt, ne? In Abwärtsstrecken sollte man eher die Shorts eben versuchen und erst die Longs, wenn tatsächlich Umkehrsignale sind und dann auch die Stops drunter, so von wegen K.O.-Schein kaufen und dann irgendwann ausstoppen lassen. Ich finde, das ist halt nichts, womit man nachhaltig Geld verdienen kann. Wenn Sie das mögen und wenn Ihnen das so gefällt, Sie können ja machen mit Ihrem Geld, was Sie wollen. Ich persönlich würde schon, oder meine Vorstellung von den Scheinen ist es schon, dass man eben schon mit Risikomanagement rangeht. Na, dass man den Schein nicht in K.O. rennen lässt, sondern dass man den vorher rausnimmt, nämlich ab dem Punkt, wo der Markt nicht mehr das macht, was man will. Sprich, wenn ich eine grüne Kerze wie sowas habe und ich gehe jetzt hier long, dann werfe ich den Stopp da drunter. Und wenn er mich ausstoppt, dann nehme ich das einfach hin und fuchtel da nicht noch drin rum. Ja, das ist ja was, was auch nicht viele können. Ansonsten so vom gefühlten Resonanz denke ich, dass wir sogar ganz gut alle durchgekriegt haben. Ich hoffe, ich nehme da nicht jetzt zu viel in den Mund, aber vielleicht ist es mir ja doch mal gelungen, sie hier ganz gut vorzubereiten. Das wirkte mir hier oben, da war ich mir nicht so ganz so sicher, ob mir das gelungen ist, weil da doch ganz viele gestöhnt haben von wegen, wo bleibt jetzt hier die Aufwärtsbewegung und so. Aber normal ist nach so einem Tag, da habe ich ganz,
Also auch im Chat und so weiter. Da habe ich ganz bestimmte Mails immer. Habe ich auch ganz bestimmte Kommentare auf den Videos. So richtig aggressiv. So nach dem Motto, ich bin der letzte Loser. Ich habe alles falsch gemacht. Die Analyse ist der letzte Rotz. Und so weiter und so fort. Normalerweise kriege ich solche Kommentare, solche Schriften, solche Mails in so einen Momenten zugeschickt, weil die Leute massiv Kohle verlieren und dann natürlich aggressiv ohne Ende sind und Schuldige suchen. Und na klar, ich stehe hier ganz oben auf der Rangliste von denen, denen man die Schuld abgeben kann. Ob das richtig ist oder nicht, sei jetzt erstmal dahingestellt, aber es ist halt einfach so, dass viele bei mir das Ventil suchen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch gar nichts gemerkt. Also vielleicht haben wirklich viele sich das einfach zu Herzen genommen, was ich auch mit den Tageskerzen erzählt habe, ne? Dass man hier erst eine grüne Tageskerze abwarten soll, bevor man hier großartig mit Long eben sich verunglückt. Ich hoffe es, ich hoffe es. Und nicht, dass sich nur die Leute nicht trauen, sich bei mir zu melden, weil sie dann von mir vielleicht auch ein bisschen, ja, ein paar klare Worte ins Gesicht gesagt kriegen, wenn ich das mal so sagen kann. Ansonsten fällt uns auf in der Bewegung, wir haben hier eine erste Welle, wir haben hier eine zweite Welle, Abwärtswelle, wir haben hier eine finale große, ne? Auch mit so schönen 1, 2, 3, 4, 5 Wellen. Das sieht formschön, sieht es fertig aus, muss ich so sagen. Also von der Bewegung, wie es geschlagen hat, sieht das wirklich nach einem Ende aus, nach einem Finale. Ein kleines Tief kann ja noch kommen, aber eigentlich ist das. Aber das sieht wirklich komplett aus. Das sieht schön aus. Auch von den Gaps, die er gerissen hat, ne, das ist sehr typisch. Dieses direkt Wegrennen von diesen Gaps, also Gap reißen, direkt wegrennen, Gap reißen, direkt wegrennen, ohne in dieses Gap-Close reinzugehen. Dass er das so zweimal macht und beim dritten Mal klappt es schon eigentlich nicht mehr halt. Ne? Und dann ist schon erstmal wieder Umkehr angesagt. Wir gucken mal. Also, ich würde zum Donnerstag ein bisschen offener oben sein. Geben Sie ihm ruhig ein bisschen mehr Leine. Weiß jetzt nicht, ob wir ein bisschen zu kurz planen, wenn wir hier sagen, Bereiche um 11,8, wo ist denn hier die Eröffnung gewesen? 11,8, ja, 11,900 ist ein bisschen viel schon. Ja, aber so eine 11,830, 11,800, das würde ich zum Donnerstag schon einplanen. Das wäre nicht unrealistisch und es wäre auch nicht unbedingt untypisch. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir von dort tatsächlich dann sogar auch ein bisschen in eine längere Erholung gehen und hier nochmal an die 12.000 ran können, dann aber erst zum Freitag, wenn er sich zum Donnerstag stabilisiert kriegt und eine grüne Tageskerze reinstellen kann. Ja, sowas in die Richtung könnte ich mir gut vorstellen. Ja, Donnerstag schön hochschieben, schön lang hochschieben, dann nochmal einen deutlichen Rücksetzer. Bis wohin? Vielleicht eine 600. Letztendlich würde sogar die 700 reichen, aber die Donnerstage, die spulen gerne auf beiden Seiten viel. Das auf der Seite. Ich glaube das schon. 800 darf man Platz geben. Es sind 300 Punkte. Der hat so viel Momentum gerade wieder drauf, so viel Bewegung. Das könnte ich mir gut vorstellen. In die Richtung würde ich fast favorisieren, vorausgesetzt, unser DAX geht über die. Warten Sie mal ganz kurz. Über die 585-600 drüber. Dann will ich ihn drüber sehen. Schafft er das? Drückt er sich schön hoch? Lässt er die 500 unten liegen? Wäre das für mich schon. Ich kann es mir gut vorstellen. Punkt. Brauchst du nicht so lange rumquatschen, oder? Von der Bewegung sehen Sie ein normales Retracement. Selbst wenn es ein 61er wird, wird in den Bereich reingehen. Rücklauflevel bleibt primär eigentlich 3,35. Das heißt, wir haben natürlich nach oben auch viel Spaß. Aber gilt alles erst, wenn tatsächlich auch Umkehr. Formation. Also wenn der Markt nach oben treibt halt, ne? Wenn er grüne Kerzen wirft und so weiter und so fort, dann darf man hier eine Erholung anzählen. Wirft er keine grünen Kerzen und dann sind wir wieder genau beim Thema, wie auch gestern, hilft es nichts, Schuldige woanders zu suchen, ja, wenn keine grünen Kerzen kommen und wir gehen long oder verlieren auf der Long-Seite, sind wir selber schuld, weil uns natürlich jederzeit die Möglichkeit offengelegt ist, hier noch Longs zu suchen. Longs zu suchen. Was wir jetzt hier nicht sehen, auf der Timeframe-Ebene, ist der Bereich um 3,50. Beziehungsweise, gucken Sie mal, im Tageschart haben wir hier. Warten Sie mal, das hoch, um das hoch geht es mir hier. Das hoch, wo meine Maus ist, liegt bei 11,265. Aber das stimmt nicht. Da müssen wir noch einen anderen anders hochsuchen. Wollen Sie mal.
11.265 und das eigentliche Hoch liegt bei 11.342. 11.342, 11.342, der muss mal weg. 11.342, das wäre jetzt hier noch so ein Punkt, wo ich sage 11.342 bis 11.265. Das ist noch so eine schöne Zone. Das ist so eine typische, sowas mag der DAX richtig. Da geilt er sich einen auf, das glauben sie nicht. Ne? Weil dann alle denken, der fällt auf 11.000 und der wucht die einfach nochmal unten, mitten in die Prärie, eine flotte Kerze. 11, was haben wir gesagt? Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. 11.260 und 11.342 war es, ja? 11.342. Also in dem Bereich. Ich würde ihn fast sogar eine kleine Kaufzone hier reinmalen, aber da fehlt mir auf H2 ein bisschen die Basis zu. Da können Sie mal davon ausgehen, dass das zuckt. Das macht der DAX gerne. Das macht der DAX gerne. Also wenn er dort reinkommt, das macht der DAX gerne. Der würde mich nicht wundern, wenn er an die 11.500 von dort wegschnipst. Und wenn er das macht, dann eiert er hier noch ein bisschen hoch und runter, macht er die 600 nochmal, kommt ein bisschen zurück. Und dann macht er einen Doji-Tag zum Donnerstag und dann, also einen Doji auf der Tageskerze, sprich eine Kerze mit Schatten oben und unten und einem relativ schmalen Kerzenkörper, also er schließt dann relativ nah an seiner Eröffnung wieder. Und ja, sollte aber drunter gehen, auch unter die 260 wäre dann natürlich die 11.100 bis 11.000 am Radar. Und damit haben wir eigentlich wieder mal. Also haben wir doch, wir haben ein sehr klares Bild wieder. Also auch ich finde die letzten Tage, ich finde die nicht komplex. Also klar, er läuft ein bisschen dusselig manchmal. Der Dienstag, der hat mir nicht gefallen. Also das mit dem Keil hinten raus, das war unnötig. Auch dass er dann die schöne Bewegung, eigentlich den Bruch des Keils, wirklich in den letzten 30 Minuten gemacht hat, wo schon die Amerikaner zu hatten. Das war unnötig. Das hätte er auch schöner machen können. Dann hätten wir hier auch im Dienst einen schönen Short. Also wir wollten hier im Dienst einen schönen Short reinstellen, wollten den aber unten schön ausbrechen sehen und dann hat er da so einen bullischen Keil gestellt. Das bringt halt nichts. Also wenn du nach Charttechnik tradest und du baust einen bullischen Keil einen Short rein, das passt nicht. Hätte man dann erst mit Auflösen unten traden können und das war halt einfach viel zu spät. Ne? 21:35 schicke ich keinen Mail mehr rum, dass wir einen Trade starten. Dann läuft der 5 Punkte an, geht 10 Punkte ins Minus und dann geht man so mit sowas in die Nacht. Ne, das machen wir nicht. Also da kann ich auch ins Casino gehen, da habe ich nichts von. Im Endeffekt hätte es zwar geklappt, aber das hat er einfach unschön gemacht zum Dienstag. Also der Nachmittag, der war nicht schön. Der Vormittag war ja trotzdem super im DAX. Ne? Also die 2,70 oben, die 12,50 unten wieder hoch. Na, auch traumhaft gewesen. Selbst der Montag eigentlich. Wir wollten ihn ja oben raus sehen. Haben aber gesagt, unter 600, unter 550 hat der DAX Risikopotenzial nach unten. Also ich finde, eigentlich läuft der schön. Man muss bloß die Augen offen lassen. Und die Signale versuchen zu sehen und auch darauf zu achten halt, dass man wirklich ganz klar sagt, sehe ich hier eine Umkehr, drückt der richtig doll oder drückt der nicht? Und solange er noch Schwäche nach unten zeigt, dann geht man halt nochmal Short mit. Und wenn man bis 9.800 Short geht, Platz ist da unten genug, solange der Schwäche zeigt, kann der auslaufen. Ja, ich würde jetzt zum Donnerstag, wie gesagt, ich könnte mir das gut vorstellen, dass wir jetzt hier rausdrehen. Wir haben auch mit einer grünen Kerze geschlossen. Bin mal gespannt. Würde mich nicht wundern, wenn wir 8, 9 höher schließen. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir 8, 9 Uhr zum Donnerstag keinen Abwärtsgap haben. Oder wenn einen Abwärtsgap haben, das direkt schließen und hier so im Bereich um 11, 8, 11, 5, 80 stehen. Wenn er das macht, können Sie sich fast, ich will nicht sagen, Sie können sich sicher sein. Das ist natürlich auch Quatsch. An der Börse darf man sich nicht sicher sein. Aber es wäre schon typisch für einen DAX, wenn er dann hier hochläuft. Ne? Also das soweit der Blick hier. Unterhalb haben sie mir ein bisschen die 3,42 und die 2,60 im Blick. Super, super schöne Marken. Alle beide. Sehr reaktiv auch. Die kommen auch völlig aus der Deckung raus. Das heißt, die können schön knackig kommen. Da ist nicht viel Aufmerksamkeit drauf. Und dann funktionieren so eine Dinge eigentlich ganz gut. Und ansonsten, wenn er es nicht halten kann, haben wir hier halt bei 11.100 den nächsten. Ja, das soweit der Blick. Ich würde mal kurz noch die neuen Scheine kurz durchgehen. Warten Sie. Schauen Sie mal. Ich habe mich ein bisschen. Ich tue mich wirklich deutlich schwer, hier noch Longs rauszusuchen. Das ist ja völlig egal, wo ich den K.O. hinlege. Ne? Also, das ist nicht zum Aussetzen da hier. Der können Sie den Stopp sonst wohin werfen, der macht Sie doch nackig halt. Ne? Und wer sagt denn nicht, dass. Gucken Sie mal, das war ein Tag im DAX. Noch ein Tag, der steht hier. Noch ein Tag, der steht hier unten.
Wo soll ich ihn den K.O. hinlegen halt, ne? Also, wenn wir auch im Tagesschart gucken, da kommen überall so geile Ziele hier halt noch, ne? Auch diese ganzen Gaps, die dann auch offen sind. Die 10, 5, 9, 20, viel härter ist ja sowas hier. Gucken Sie mal, wie groß das Gap ist. Das ist 400 Punkte und das ist noch offen. Ne, hier unten auch. Also, das sind schon noch attraktive Spielräume und wenn Sie so sehen, wie der jetzt hier Tempo drauf nimmt und mal auch ein bisschen Rückblick haben, was unser DAX hier so die letzten oder Anfang des Jahres veranstaltet hat, wo er dann auch einfach mal 400, 500 Punkte per Gap gemacht hat und dann am nächsten Tag trotzdem nochmal 500 Punkte gefallen ist, bis bei den amerikanischen Indizes dann diese Limits angegangen sind, sodass man die sogar gar nicht mehr handeln konnte, dass die ausgesetzt werden. Da brauchen bloß zwei von so einen Tagen kommen und der sitzt hier unten. So, was soll ich Ihnen denn da für ein K.O. raussuchen halt, ne? Das heißt, die K.O.s, die sind nicht dafür da, dass man hier einfach reinlegt und hofft, dass das anläuft. Nee, man muss schon gucken, dass man da eine grüne Kerze mitnimmt halt, ne? Und wenigstens eine Umkehr abwartet und sich dann drunter absichert. Und dann muss man da wieder raus halt. Das ist kein Markt, um Long-Positionen auszusitzen. Also, es ist halt. Das kann ihnen halt echt um die Ohren fliegen halt. Ne? Sie haben es ja im März gesehen, wie sowas gehen kann. Ich drücke allen die Daumen, die Schieflagen drin haben, dass sie da wieder rauskommen. Aber man macht sich's ja leichter in dem Moment, wo ich jetzt hier keinen offenen Long habe, wo ich vielleicht bloß 100 oder 50 Punkte Stop-Loss kassiert habe hier oben. Oder vielleicht sogar zweimal Stop-Loss kassiert habe. Zweimal 100 Punkte hier oben verloren habe. Wenn ich aber hier unten jetzt eine schöne Umkehr erwische und den dann richtig raushandeln lassen kann und ich handle den, was weiß ich, von unten an den Channel ran und hole mir hier 600 Punkte raus, ja, dann ist doch auf die 200 Punkte geschissen. Aber was habe ich gekonnt, wenn ich jetzt hier drinnen sitze und den Long aussitze? Ich brauche ja mindestens das, was ich schief gesessen habe, erstmal wieder, um in den Gewinn zu kommen. Ja, und das Ergebnis sieht dann so aus, dass viele immer diese riesen Verluste vor sich herschieben und dann kleine Gewinne realisieren. Und das ist nachhaltig absolut schädlich für eine nachhaltige Depotentwicklung fürs Trading. Das ist einfach so, so funktioniert das nicht. Ne? Und das Problem ist, dass wir ja immer wieder von solchen Phasen über solche Phasen hin und her wechseln, immer wieder Seitwärtsphasen. Ne? In solchen Phasen gewöhnen sich die Leute das ab. Dass sie dieses lange Halten machen, ne? Sagen sich dann gut, dann probier's mit Stops, dann kommt so ein Geschieber, dann sagen die, nee, Stopp ist scheiße, eigentlich habe ich ja bloß einmal Pech gehabt, jetzt lasse ich die Stops wieder weg, dann kommt wieder ein Trend, ein langer, über 1000 Punkte, so dann sagen die sich wieder, ach, Mensch, hast du den gleichen Fehler wieder gemacht, jetzt probierst du es nochmal mit dem Stops, dann kommt wieder so eine Seitwärtsrange, da wird man die ganze Zeit ausgestoppt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder kommt kaum vorwärts, aber das ist normal. Man muss sich einfach daran gewöhnen, dass es normal ist, dass man ausgestoppt wird, wenn man einen Stopp verwendet. Das ist der Sinn und Zweck deswegen. Also man muss aber lernen, dass das so ein Vorteil ist. Auf Dauer. Weil es einen eben einfach davor beschützt, dass man an solchen Tagen oder Wochen die ganzen Gewinne versemmelt, die man hier irgendwo gehabt hat. Ne? Dann wäre ich bloß ein, zweimal ausgestoppt und fertig. Aber deswegen sind meine Gewinne nicht unter Beschuss und damit halte ich mein Depot stabil und so weiter. Jetzt bin ich völlig vom Thema abgekommen. Ich habe keine Ahnung, wo ich mehr herkam. Ich denke aber, wir sind so weit durch gewesen. Ich würde im Tageschart jetzt hier einfach mal, wo wir gerade hier sind, noch einen Short-Trigger mit reinnehmen. Sollte nämlich der Bereich hier unten fallen, ist natürlich hier noch Platz. Und da würde ich dann auf das Gap zielen. Und das Gap, das liegt bei 10.500. Und jetzt weiß ich auch wieder, wo ich herkomme, denn wir sind von den K.O.-Scheinen gekommen. Ich würde mich erstmal unter dem Tief orientieren. Ja, das habe ich als Basis für den K.O.-Schein genommen, ne, weil ich denke, dass wir auf der Unterstützung nochmal hochdrehen vorher, wenn der Markt hier runterkommt. Ne, also, dass er bloß sticht und das hält erstmal. Und mit dem 500 können Sie nicht mehr arbeiten, der ist weg vom Fenster. Ja, und deswegen habe ich geguckt, wo würde es Sinn machen. Ich würde mich an dem Tief orientieren, weil mir der Bereich hier wichtig ist. Das ist mir wichtig hier. Ne, und damit Sie was haben, was man dort nehmen kann, ich würde halt einfach jetzt auf den hier zurücknehmen. Dann hat man auch noch ein bisschen Zeit, um zu erkennen, dass es vielleicht nichts wird und dass man überrannt wird, um sich davon zu lösen. Und dann würde ich hier unten nochmal auf was
tiefer setzen. Aber hier unten kriegt man die gleichen Probleme mit den KOs, weil die immer wieder vor attraktiven Leveln sitzen. Das ist einfach scheiße, dann hier unten mit einem Long großartig zu arbeiten. Wird am liebsten gar keinen mitgeben, aber es werden ja 99% nur nach einem Call fragen, ne? Als nach einem Optionsschein nach oben. Das ist leider immer wieder so, dass die Leute sich nicht trauen, noch ein bisschen mit zu shorten halt, ne? Solange die Kerzen rot sind. Leider ist es einfach so. Ne, weil die das Potenzial nicht sehen. Aber dafür machen wir ja die Analyse, fördern das ein bisschen, sodass eben das sichtbar wird. Okay, hier ist so eine wichtige Zone. Hier wird es jetzt ein bisschen knautschig. Hier kann vielleicht auch ein bisschen seitwärts mal kommen. Vielleicht ein Doji eben im DAX sich bilden, weil hier eine schöne Unterstützung einfach, weil wir da auflaufen. Und ansonsten wäre dann das nächste Ziel tatsächlich halt eher mehr wieder hier in dieser Volumenzone, in diesem Gap halt auch drinne um 10, 5, 29. Ne, das sollte man dann nehmen. Wer jetzt noch Short will, damit es aber auch nicht ganz so trocken wird und die Scheine hier sind ja sau teuer geworden jetzt, dadurch, dass wir so weit runtergefallen sind, habe ich jetzt hier noch ein bisschen tiefer gegriffen. Ich habe auf die 12.200 gewählt. Die 12.200 ist so für mich so ein Punkt, wo ich sagen würde, da ist der DAX wieder in dem Channel drinne und wenn er wieder in den Channel reingeht, dann ist es eine Deeskalation. Ja, also eskalieren, richtig ausrasten, das kann er, wenn er unter dem Channel bleibt und wieder runterdreht. Der liegt jetzt hier so um die 12,50 rum, ich sag mal 12,70, das ist auch noch okay, das ist auch eine schöne Marke im DAX. Ja, wenn er da runterdreht, dann kann er wieder schön nach unten drehen. Das heißt, mit dem kann man durchaus noch Spaß haben, hier mit dem K.O.-Schein. Aber ich glaube, alles, was dann drüber geht, über 12,70, über 12,40, das ist dann auch wieder egal, ob ich ihnen dann 12.600 oder 12.200 K.O. gebe. Den wird es dann eh weglegen halt. Ne? Wenn der da reinsteigt, dann steigt er auch durch. Das denke ich schon. Dann macht er hier das Gap hier oben zu, um die 12.670 und wahrscheinlich sogar noch ein Stück drüber. Deswegen hier erstmal 12.200 gewählt. Und ja, also ich hoffe, ich habe Sie hier wieder ein bisschen mitnehmen können, Ihre Sinne geschärft, dass Sie mir schön neutral bleiben. Wir haben ja aktuell noch keine Umkehrsignale auf der Ebene. Wir sind im interessanten Bereich angekommen. Es ist übrigens auch das Ziel des Keils, ne? Keilbruchziel. Geht der DAX aber durch? Bitte, bitte, bitte planen Sie ein, dass der noch ein Stückchen runter kann. Ja, also 11.260, 11.342, gucken Sie sich die an. Schicke, schicke, schicke Marken. Und ansonsten hier unten Gap Close. Ah, erster Gap Close. Das wäre dann erstmal. Das ist in 2 Tagen erreichbar halt, ne? Das muss man leider so sagen. Wenn er einen Abwärtsgap bringt, sogar an einem Tag. Wenn er einen 200-Punkte-Abwärtsgap bringt, ist es an einem Tag erreichbar, der Gap Close. Und darauf musst du dich vorbereiten. Ja, und dann einfach dort mal an den Bildschirm kleben, da nicht mehr long. Ne? Also machen Sie da ein bisschen, passen Sie, machen Sie einfach ein bisschen sacht. Aber ich, so vom Gefühl her, glaube ich, dass viele von Ihnen da doch ganz gut mitgekommen sind. So, sonst hätte ich andere Mails schon im Postkasten. Gut, alles klar. Dann würde ich das soweit belassen. Hier haben wir drüber gesprochen, Tageschart. Wir haben über die K.O.-Scheine geredet. Wir haben ein bisschen übergeordnet gesprochen. Wir haben donnerstags übliche Spielchen angesprochen. Gucken wir mal, was er macht. Dann viel Erfolg, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Ciao.